So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Und wenn ihr mich nicht mehr seht, dann bin ich wahrscheinlich im Fahrstuhl gestorben. Dann guckt euch das mal an. Das ist doch der langsamste Fahrstuhl der Welt und irgendwas stimmt da nicht. Normalerweise stehst du hier, zack, zack, fertig, alles cool. Aber irgendwas ist anders, irgendwas ist nicht richtig. Wenn du hier da stehst, der fährt halt wirklich so langsam runter, dass du denkst, gleich ist es vorbei, gleich bleibst du stecken, gleich bleibst du stehen. Der kam mir schon so entgegen, hochwärts, und ich dachte, steigst du ein, steigst du nicht ein, ich bin trotzdem rein. Hauptsache die Tür geht noch auf. Also das hat er gerade noch so hingekriegt. Denn eigentlich bin ich ganz vom Thema abgekommen. Wir sind auf dem Weg zum Genesec Community Raid an den tanzenden Löwen. Das hier sind die tanzenden Löwen. Das haben wir euch ja schon mal gezeigt. Das ist eine super Arena in Hildburghausen. Und früher habe ich mich immer hier runtergestellt an die Straße. Da ist hier so eine Ablage, da stehst du im Schatten, du kannst die Handys ablegen, das ist richtig cool. Ist mir aber zu laut geworden mit der Zeit und zu nervig. Deswegen stelle ich mich jetzt einfach hier oben hin, denn hier sind Fensterbretter und hier kannst du dich auch abstellen. Du kannst die Kamera einfach hier aufs Fensterbrett stellen, die Handys daneben legen und dann sieht das auch noch was aus, glaube ich. Jetzt muss ich aber kurz mal alles ablegen und dann euch mal zeigen, wen wir einladen zum Genesect Community Raid. So, ich habe mich jetzt mal hier hingesetzt, weil irgendwie finde ich es mit der Belichtung doch besser, wenn ich dort stehe, ist nämlich alles so extrem dunkel. Und ich habe auch schon das erste Problem, was ich sehe. Das kann ich euch mal zeigen hier. Ich wollte jetzt einladen, ich habe hier die Leute drauf, alle fünf haben angenommen, die ich einladen wollte. Ich bin auf die Arena, das ist der, wie heißt der, Wait or Donate Account. Jetzt wollte ich hier in den Kampf, ich habe keinen Raid Pass, ich habe keine Münzen, der Account ist doch völlig neu. Merkt euch also, niemals zwei Community Raids an einem Tag machen. Mit Wait or Donate, das geht nicht. Der hat nämlich von gestern keinen Pass, weil ich nichts erdreht habe. Der macht ja nichts. Der hat seinen einen Pass für heute weg. Jetzt kann er nicht einladen. Jetzt kann ich die fünf Leute, die dort dabei sind, könnte ich gar nicht mitnehmen. Aber der Ramses ist ja schlau. Der hat zufälligerweise alle fünf Leute, die auf dem kleinen Wait or Donate Account sich angestellt haben, auch auf dem Main Account. Das heißt, ich lade die einfach mit dem Main Account ein. Und welche das sind, muss ich euch noch ganz kurz vorlesen. Wenn wir wieder in den Community-Tab gucken, hier, Community-Tab, haben wir 12.30 Uhr Genesec Raid. Das ist Bloodentiers, Terrorzwerg, Borki, Methylen, Methodius und dann Cheffe24, Skyfall, Miku, Trainer Sir Ups und Hikaru. Das sind alle 10. Ich hoffe, die sehen jetzt, dass Ramses der Dicke die 1-5 einlädt und nicht der Wait or Donate Account und gehen da rein. Ansonsten habt ihr auch eine Konda-Übersicht. Das ist schwach gegen Feuer, ist Typ Käfer und Stahl. Ich nehme also wieder Feuer-Pokémon. Ganz chillig. Ich gehe jetzt mal hier drauf. Jetzt braucht der andere ja gar nicht mitmachen. Wir gehen mal hier drauf, machen eine private Gruppe. Ich werde mit dem Ramses-Account jetzt die Gruppe eröffnen. Drücken also hier privat, drücken hier privat, machen hier auf, Gruppe erstellen, gebe den Code ein, Katze blau nass, ich habe keine Katze blau schick, die habe ich mir jetzt hier eingespeichert, das müssten Bloodentiers, Borki, Cheffe, Methylen und Trainer Sir Up sein und auf dem anderen ganz normal Skyfall, Miku, Hikaru, Methodius und Terrorzwerg. So. Meint ihr, die checken das? Der eine hat ja seine 5 ganz normal. Jetzt statt Wait or Donate lädt Ramses der Dicke ein. Ich hoffe mal, das passt. Im Video klärt sich's ja dann auf. Es ist immer noch Mittwoch bei mir. Das Video wird, wie gesagt, am Freitag wahrscheinlich online gehen, weil heute am Mittwoch will ich Raid am Mittwoch aufnehmen. Schaffi, Alter, ich mach Raid am Mittwoch heute. Und wenn ich damit fertig bin, habe ich dann schon das Sherox-Video für Donnerstag. Ich habe dann schon das Genesec-Video für Freitag. Kann also am Mittwoch schon produzieren. Es sind, glaube ich, auch alle drin. Denn wir sind 12 Leute. Mit dem bin ich ja jetzt gar nicht reingegangen, weil der hat ja gar keinen Raid-Pass mehr.
Total sinnlos, oder? Ich mach das mal kurz aus. Ich sag auch nichts dazu, ich schreibe jetzt nichts. Mal gucken, wem es auffällt und mal gucken, was sie dann im Video am Ende sagen. Hier habe ich ein Team, ein Feuerteam gewählt. Sind auch, glaube ich, alle drin hier. Trainer Sir Abs, Borgi, Bladentiers, Methylen, Cheffe, Skyfall. Der hat schon die Pose mit dem Fangnetz. Hikaru, Miku hat auch die Pose mit dem Fangnetz. Euda, der ist auch Level 50er. Den gar nicht auf dem Schirm. Methodius, Terrorzwerg. Sollte ich Miku vielleicht mal auf dem Main-Account adden? Wäre das eine Option? Der scheint mir richtig brutal zu sein. Vielleicht wäre der auch eine Unterstützung für Raid Mania oder irgendwas. Ich packe euch jetzt mal hier in die Hände. Mache jetzt hier mit zwei Multi-Accounting und so Zeug. So, ich weiß gar nicht, ob man Genesect überhaupt als Solo machen kann. Ich habe gesehen, viele wollen das probieren. Auf dieser Grafik mit der Konda-Übersicht, die ich euch gerade gezeigt habe, sind zwei Leute Minimum eingetragen, aber orange, nicht rot, orange, das heißt, zu zweit müsste ja richtig easy sein, heißt zwei orange sowas wie einer rot. Dann könnte man es trotzdem als einer probieren. Ich weiß nicht, mit was die das berechnen, ob die einfach nur Level 40er nehmen oder Level 50er. Die WP-Werte standen eigentlich auch auf der Konda-Liste. Die habe ich jetzt aber auch nicht mehr gemerkt, weil ich jetzt ja Stress hatte mit dem Einladen. Wir gucken einfach, wer das Höchste hat, und der hat dann gewonnen. Shiny gibt es wie gesagt nicht. Es ist ein komplett neues Modul, was noch nicht da war. Erkennt man aber auch nicht wirklich. Nur wenn man es rumdreht, sieht man vielleicht einen Unterschied. Lohnt sich also auch nicht wirklich. Trotzdem wird Raid Mania gemacht. Einmal Raids für Zuschauer am einmal Raids für Zuschauer am Sonntag mit dem Teil. Und dann war es das. Hikaru, letzter Angriff. Bladentiers, Reisender, Skyfall, Kampfstark, Borgi, Starläufer, reichlich Freunde, Ramses, der Dicke. Der Kleine hat 18,90, der Große hat 18,80, der ist sogar noch schlechter. Ich glaube 19,26 oder so müsste das 100er sein, aber wir haben ja Pech. Das heißt, wir tüten das jetzt hier ein. Kreis ist nur auf großartig, das heißt, er muss auf jeden Fall noch kleiner werden. Dürfte aber auch kein Problem sein, einfach hier zack. Dann stellen wir halt den Kreis ein, obwohl der ist so ruhig. Ich glaube, wir stellen den nicht vorher ein, wir werfen einfach gemütlich drauf, dürfte auch passen. Das sind wirklich Leute in den Fahrstuhl gegangen und fahren jetzt mit dem Fahrstuhl. Das hätte ich mir nochmal überlegt. So, warte, wir curven weiter, wir curven. Zack, und wir haben daneben geworfen, weil er mich abgelenkt hat, dadurch, dass er jetzt gehüpft ist. Bruder, was machst du? Bleib nicht schon wieder drin. Er bleibt schon wieder drin. Ich verstehe das nicht. Das war gestern so, das ist heute so. Du triffst einfach fabelhaft, du triffst richtig gut. Er geht jedes Mal wieder raus. Dann wirfst du einmal komplett daneben und richtig bekloppt. Und dann bleibt er drin. Werft so schlecht wie möglich, dann seht ihr, habt ihr den Erfolg. So, dann ist der Fahrstuhl. Guck so von außen, falls man das sieht. Die fahren jetzt in Zeitlupe da hoch. Es ist so weit weg, ihr seht nichts. Da ist die Kirsche, ne? Da ist der Käster hochgegangen, das können wir euch auch nochmal zeigen, wenn wir hier rüberlaufen. Da oben ist nämlich noch, haben sie jetzt ein Nachthemd rumgehangen. Das ist das Kirche-Ding da hier, was sie neu machen. Kirche, Kirche, sucht es euch aus. Habt ihr ein gutes bekommen, habt ihr ein schlechtes bekommen, schreibt es mal in die Kommentare. Kein Shiny, sagt es bitte allen weiter, kein Shiny. Und deswegen wollte ich nicht hier stehen, weil ich jetzt schwarz bin. Mal gucken, ob bei der Raid Mania ein 100er rauskommt. Dann würde ich so eins auch mal maxen auf Level 50. Aber ansonsten eigentlich keinen Bedarf. Ihr seht, 246 XL-Bonbons sind sogar schon da, weil das eben so oft auch da ist mit seinen ganzen Modulen. Das ist jetzt hier dieses Eis-Modul. Das ist halt hier so, ja, das ist Quatsch. Das Ding, was hinten drin ist, sieht anders aus, aber ansonsten, naja. Macht's halt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal.